liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in einer weiteren Folge Let's Play Minecraft hier auf dem Unlimited World Server. Jawohl, Folge Nummer 20, Leute. Und zwar eine kleine Aufnahmeseason, die wir hier machen. War ein bisschen Pause gewesen, Leute. Ich brauchte einfach mal wieder eine kleine Minecraft-Pause. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass ich nicht jeden Tag eine Folge hochgeladen hatte, sondern nur jeden zweiten oder dritten oder wann das war. Weil ich brauchte einfach mal eine Pause. So, jetzt bin ich aber der Meinung, jetzt können wir mal wieder eine Runde, zumindest ein, zwei Folgen, können wir schon mal aufnehmen. Und wie immer möchte ich euch ein bisschen auf dem Laufenden halten, was passiert ist. Und ich weiß natürlich nicht, was ich euch alles schon gezeigt habe und was nicht. Zumindest erstmal so viel, wir haben jetzt hier einen Zaun. So, schaut mal. Ja, schön im Blau-Weiß. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ja, nicht Hertha BSC und auch nicht hier irgendwie so Big Griechenland, sondern einfach so Blau-Weiß, weil, ja, sieht geil aus irgendwie. Weiß auch nicht. Fand ich irgendwie ganz cool. So, hier haben wir jetzt so ein bisschen Terraforming betrieben. Und zwar, wie wir schon sehen, so stufenmäßig geht es hier runter. Und zwar immer so zwei breit so. Dachte ich, finde ich ganz cool. Und hier haben wir jetzt so ein bisschen Fels, so dass wir hier, weil das ist so ein verschenktes Stückchen Erde, wo ich sage, ne, und da können wir doch eigentlich so ein bisschen was dran pflanzen hier, ne. So sieht es schon ein bisschen ganz nett aus. Hier muss ich keine Wasserquelle hinbauen. Und ja, vielleicht beleuchten wir das noch, klatschen da noch eine Laterne hin oder so und dann sieht das ganz gut aus. So, hier ist jetzt nicht wirklich viel passiert. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Das Ganze ist hier rumgezogen worden, Boden ist fertig, da ist eine Tür drin. Aber ich glaube, das habe ich euch ja schon gezeigt. Und was ich euch aber noch nicht gezeigt habe, da bin ich mir ziemlich sicher. Achtung, watch! Und zwar habe ich angefangen, hier Türmchen zu bauen. Schaut mal, Leute. Und zwar hier ist schon, entsteht jetzt so schon das Schlussgebäude, so möchte ich das mal nennen. Und zwar, oh, bin vorhin gegen die Wand gelaufen. Und zwar ist es alles ein bisschen blöd zu erkennen hier. So, aber jetzt hier von hier erkennt man es ganz gut. Und zwar die Verbindung von da oben, von der Strebe, geht dann quasi hier rüber mit einem Glastunnel, den wir noch bauen müssen. Und das Ganze geht natürlich wesentlich höher noch, als die Fichtenbäume dort sind, diese sogenannten Megafichten. Ja, das Ganze ist wieder ründlich gebaut. Die Vorlage, ja, die ist ja logisch, die kennt ihr schon von Spiriotopia her. Und ja, das Ganze bauen wir hier, wie gesagt, nach. Allerdings doch auf etwas weniger Platz, als ich ursprünglich dachte. Weil ich habe gedacht, so, ach ja, komm, das müsste doch eigentlich ausreichend sein. Aber man täuscht sich doch, weil doch die Gebäude, wie gesagt, alle ein bisschen größer aussehen sollen, sodass es nach was aussieht. Oh, was für ein Wort, krasse, voll der Satzbau hier. Und ja, deswegen haben wir hier zwei nebeneinander, wie es sich gehört. Und das Ganze wird, wie gesagt, komplett dann später ein Gebäude ergeben, was dann wahrscheinlich dann darüber gehen wird. Müssen wir mal gucken, mit so einer schönen futuristischen Brücke. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Was heißt hier fast? Das Ganze, das wird natürlich noch ewig lange und drei Tage dauern, denn wie gesagt, ich bin ja fleißig bei der Produktion von weißem Beton und natürlich auch vom blauen Glas. Und jetzt haben wir ein Problem. Wir haben zwar genug Glas, weil wir haben ja, wenn wir es so sehen wollen, in der Materialfarm-Welt halt, ne, am Spawn, da haben wir ja so viel Sand, wie wir wollen. Da ist kein Problem, das kriegen wir hin. Problem ist allerdings der Lapis, den wir brauchen. Und ja, ich war jetzt schon ein bisschen in der Farmwelt gewesen, habe nach Lapis gesucht, nichts gefunden. Ihr seht, ich habe mich schon so ein bisschen wieder hier vom Equipment her ausgerüstet, weil ich mit euch natürlich jetzt in die Farmwelt gehen will. So, vorher möchte ich euch aber noch was zeigen. Und zwar gehen wir mal ganz kurz in unsere Schatzkiste bzw. Erzekiste. Und schaut mal hier, Leute. Wotthaler, da haben wir jetzt momentan 25 Stück. Wie kann denn das sein, dass da 25 Stück zusammengekommen sind? Habe ich da gemogelt? Nein, Leute, habe ich nicht. Und zwar, da ist ein Buch bekommen. Glaube ich, ist das doch, oder? War das das? Wotmeldung von, wie heißt der Typ hier? Good King. Ja, so. Und da habe ich den einen Tag hier was drin bekommen, hier so eine Seite. Hallo Watercave Crafter, ich habe dein Let's Play von unserem Server gesehen, also scheint jemand von den Admins zu sein. Du bemängelst darin, dass die Votmeldung kommt und hast gewotet, obwohl du gewotet hast. Das liegt daran, dass du nur auf einer der zwei Vote-Seiten, da steht auch, wo ich gehst und unten in der Suche bei monatliche Vote-Statistik deine Namen eingibst, siehst du es. Also du hast dort 15 Votes bei Minecraft Server List Net, aber 0 bei Minecraft Server EU. So. Ja, okay, passt auf, Freunde. Jetzt erkläre ich euch das. Wo ist die Kiste noch da? Mein Gott, bin schon wieder total verwirrt hier. So, und zwar, wie funktioniert denn das? Also, und zwar, ihr könnt pro Tag, muss ich natürlich jetzt gleich mal hier preisgeben, pro Tag könnt ihr zweimal voten und bekommt dann pro Tag, also alle 24 Stunden, zwei Vote-Teiler. Und das heißt, slash Vote,
So, und dann seht ihr da auch, also ich bin ein bisschen doof, also ich habe heute schon gewotet, seitdem ich das weiß, konnte ich auch voten. Das Problem, also erstmal ist es eine Server-EU und einmal Net. So, das ist wichtig, das muss man wissen, es sind zwei verschiedene Seiten. So, ja, und das eine, das öffnet sich aber nur im Internet Explorer, weil ich glaube, das hat was mit diesem, wie heißt das hier, Adblocker oder wie das heißt, zu tun. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es sehr, also danke Good King hier für diese Information, weil jetzt kriege ich immer zwei Votaler. Und das finde ich natürlich toll, weil jetzt weiß ich, wie ich da voten kann. So, haben wir das auch schon mal geklärt. So, was ist denn hier Schönes in meiner Umgebung passiert? Weiß ich eigentlich gar nicht. Da hinten sieht es aus, so wie ob da so eine Brücke gebaut ist. Da war ich aber noch nicht gewesen. Ich wollte das mit euch zusammen machen. Seht ihr das? Das sieht so aus, so wie ob da eine Brücke ist. Weiß nicht, ob das da eine Eisenbahnbrücke ist oder ob da oder ob das schon vorher war. Ich habe da keine Ahnung. Müssen wir auf jeden Fall mal erforschen gehen. Was wir jetzt aber machen, und zwar ist, wie gesagt, wir gehen in die Abbauwelt rein, und zwar in die Farmwelt. Und dann machen wir als erstes mal slash spawn. So, weil wir brauchen ja jede Menge Lapis. So, plumps, da sind wir auch schon... Was ist das denn hier? Oh, das ist ja hier ein Kunst... War das... Das war ein Pferd. Ich glaube, da stand ein Pferd auf uns. Das ist auch geil. So, Materialfarm, nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen da in die Farmwelt. So. Zur Farmwelt. Lalalala. So. Oh, da hat es aber gerade geruckelt. So, Achtung. Zack. Da sind wir auch schon. Oh, na toll. Kommen wir gleich ins Gewitter hier rein. Oh. Oh. Meine Fresse, nee. Ja, Wahnsinn. Wir sind voll im Sumpf gelandet hier. Naja, wir wollen mal gucken, was wir machen können. Wir haben ja ein Schiff, ne? Ja. So, dann nehmen wir uns auch gleich mal ein Schiffchen und werden uns mal hier verkrümmeln. So. Wunderbar. Wir sind ja mal sehr gut ausgerüstet. Ich hoffe nur, dass wir nicht vom Blitz getroffen werden. Das wäre ja sehr suboptimal. So. Gehen wir einfach mal in die Richtung. Das sieht ja schon sehr interessant aus. Ich hasse Gewitter. Ist immer so laut. So. Da ist ein Cobblestone. Da war schon einer. Oder Erde oder was das da ist. Keine Ahnung. Wir schwimmen hier erstmal schön aufs offene Meer raus. Und suchen uns mal ein schönes idyllisches Plätzchen. Wo wir uns mal in den Boden reingraben können. Ne? Weil, wollen wir ja machen. Wir brauchen Lapis. Und das wirklich viel. Viel Lapis brauchen wir. Sollte mir das nicht gelingen, dass ich Lapis irgendwie hier finde auf natürlichem Wege, dann müssen wir versuchen, ein bisschen zu handeln hier mit irgendjemand. Hier wird es bestimmt jemand auf dem Server geben, der ja in Übermengen Lapis Lazuli hat. Und das werden wir uns dann natürlich mal ein schönes Angebot machen. Und das gelingt uns bestimmt. Wir haben nämlich ganz viel Cobblestone, den wir tauschen können. Weil ich brauche ja genau jemand so viel Cobblestone, wie wir haben. Und es gibt uns dafür ein bisschen Lapis. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber erstmal schauen wir natürlich, ob wir uns selber ein bisschen was organisieren können. Sollte ja möglich sein. Das ist eine coole Gegend hier. Das ist auch schon wieder Cobblestone da. Siehst du, da war doch schon wieder irgendjemand gewesen hier. Wäre einer beerdigt worden oder was? Keine Ahnung. Also überall, wo ich immer sehe, das ist immer... Boah, ist das laut, ey, krass. Hör auf zu donnern, du alter Donnergott. So, hier ist ein schöner Berg. Schaut mal, Leute. Aber da war, ich wette, da war auch schon wieder jemand gewesen. Überall, wo ich hingehe, da ist immer einer. Ich hab so ein Pech irgendwie. Ich hab mir vorgehabt, der ganze Server hier schon durchlöchert ist. Boah, ich gehe jetzt mal in den Untergrund. Boah, kann man das ausstellen hier? Leute, ich stell das mal eben aus hier. Options. Grafik, Musik und Geräusche. Was ist denn das? Wetter ist das? Zweite Spieler? Nee, das ist das nicht. Ah. Ja, schon angenehmer. Boah, wir haben auch volle Pulle da, das ihr habt, ne? Verrückt. So, ja, pass auf, wir machen jetzt folgendes. Wir graben uns einfach mal hier rein. Habe ich eine Schaufel? Ja. So, jetzt bauen wir uns einfach mal ganz frech hier rein. Ah, im Hintergrund ist übrigens wieder eine schöne Playlist an. Ah, oh, ist ja schon viel angenehmer, oder? Wenn das nicht so dröhnt. Ey, der Donner, das ist ja voll Tor, der Donnergott hier. Wahnsinn. So, jetzt ist erstmal dunkel hier, macht nichts. Zack. So, und jetzt bauen wir uns hier ein schönes Treppchen wie immer nach unten. Vielleicht haben wir Glück und da war noch keiner, wobei ich daran nicht glaube, dass da irgendwie was ist. Und zwar müssen wir auf Ebene Nummer 15 müssen wir runter, weil da Lapis wohl angeblich am häufigsten vorkommen soll. Deswegen versuchen wir auch, vielleicht haben wir da sogar Glück, weil die meisten, die werden, schätze ich mal, so auf 10, 11 rumwühlen, weil da natürlich die Dia-Ebene ist. Nur ehrlich gesagt, Dias brauche ich jetzt erstmal am wenigsten.
für meinen Zaubertisch da, um da ein bisschen Obsidian abzukloppen. Da haben wir noch genug Diamanten und ansonsten brauche ich jetzt erstmal keine Dias. Die haben jetzt erstmal keine primäre Bedeutung, eher eine sekundäre. Primär ist auf jeden Fall erstmal Lapis, dass wir weitermachen können. Mann. Ja, Leute, und das habe ich euch mal... Ja, ihr merkt, ich bin heute total gesprächig. Ich habe mir zu lange kein Minecraft gespielt und der alte Schwafellappen und Let's Player hier, Watercave Crafter, der ist schon wieder voll in Schwafellaune. Ja, und zwar muss ich eine kleine Anekdote erzählen von heute, Leute. Pass auf. Ich arbeite ja so ein bisschen immer auch, ne, so an Rezensionen, Filmrezensionen und so. Naja, dann sitze ich da so an meinem Schreibtisch hier so vor meinem Monitor und du schreibst da so ein bisschen. Und auf einmal hatte ich Langeweile gehabt. So, wenn ich Langeweile habe, was machst du? Naja, guckst du dir so YouTube-Videos an, ne? Und irgendwie bist du ja auch so ein gebildeter Mensch, ne? Machst da immer so einen auf intellektuell und so. Und da schaust du dir doch mal so eine schön, so eine Tourismus-Reportage an. Ja, so in dem Sinne so. Ja, so die Globetrotter und so, jetzt mal zu Besuch in Thailand, was gibt's denn da? So, da gibt's doch so eine bekannte Straße und da gibt's ganz viel Insekten. Ja, richtig gehört, Leute, Insekten. Hier war übrigens wieder einer. Siehst du, wie ich schon gesagt habe, das Ganze ist ja wie so ein Maulwurf-Gemäuer durchlaufen. Also, da ist schon alles durchgegraben hier. So, und auf jeden Fall diese Touristenreportage über Thailand auf dieser einen Straße, da gibt's ja ganz viele Insekten, ne, so Insektenküche. Und da war dann so einer, so hat da Vogelspinnen gegessen und so, auch so ein YouTuber gewesen, ne, also aus Amiland hier und auch aus, ach, ganz viele YouTuber haben sich da irgendwie schon da dran gemacht an diese Straße, da so diese Touristen-Heinis da halt, ne, und die finden es ganz toll, da irgendwie Videos einzustellen. Na, ist ja auch jedem seine Sache, finde ich auch ganz interessant, ich wusste das auch nicht, dass man da Vogelspinnen essen kann und so, ne, Kakerlaken und was weiß ich, also so Grillen und auch so Heuschrecken und so in Mehlwürmer, das ist einem ja bekannt, das kannte man ja schon vom Dschungelcamp her, aber so jetzt hier mit Vogelspinnen und Skorpionen vor allen Dingen auch, ja, da dachte ich auch so, was, die sind doch giftig, oder? Naja, also auf jeden Fall haben die das gemacht, ich muss mal eben kurz gucken, auf welcher Höhe ich bin. Oh, ich bin schon viel zu tief, sehe ich gerade. Ich muss ja wesentlich höher. Müssen wir mal gucken, dass ich hier nach oben komme. Hier sieht es doch ganz gut aus. Geht's da hoch? Nee. Ja, und jedenfalls, das Lustige ist, ich gucke da so fasziniert zu. Und links, ja, also hier so links neben meinem Monitor an der Wand, wo mein Greenscreen ist, krabbelt aber wirklich so ein richtig dicker Käfer gerade lang. Ich erstmal voll erschrocken, weil ich hatte das, klar, Leute, ey, wenn ihr da auf dem Monitor, also richtig so starr jetzt, so müsst ihr euch nicht vorankommen, so richtig dicht hier so, ja, an der Wand dran, guckt ihr da und ihr seht, wie einer eine Vogelspinne ist. Und links von eurem Monitor, ihr seid voll konzentriert und auf einmal merkt ihr da nur so, oh, krass, ey, da krabbelt voll was lang. Ich erstmal voll aufgesprungen wie so ein Wilder. Voll die Kung-Fu-Übungen gemacht, ja. Juna, unsere Katze, ey, die war ganz erschrocken. Und ja, das war ein dicker Käfer, Leute. Und der ist dann erstmal irgendwie weggeflogen. Ich dachte auch so, okay, ja, wo geht denn der jetzt hin? Und ich sitze ja hier im Schlafzimmer, ne? Also, ey, ich sag euch, ey, das war was gewesen, ey. Mein Gott, ey, ich hab mir fast Pippi in die Hose gemacht, ja. So sind wir, ey, die Großstädtler, ja, die nicht auf dem Bauernhof groß geworden sind. Erschrecken Sie sich vor so einem harmlosen, lustigen Käfer, der da irgendwie rumkrabbelt. Der hat sich bestimmt nur so warmes Asyl gesucht, weil draußen ja jetzt kalt ist, ne? Und naja, da wollen die natürlich auch hier rein irgendwie, weil hier drin ist schön warm, ne? Das erklärt sich ja von selbst. Und naja, da erschrecke ich mich halt. Also auf jeden Fall, ja, musste ich auf jeden Fall euch erzählen, weil absolut geile Story, ey. Das habe ich mir wahrscheinlich von so einem scheiß Käfer erschrocken, ey. Ja, so sind sie, ey, die Minecraft-Krieger hier, ey. Oh. So, da geht's schon wieder runter. Ach, Mann, dann gehe ich mal in die Richtung rein hier. Wir sind auf Ebene 15. Hm. Rein theoretisch sollten wir ja irgendwie früher oder später... Ja, wir kriegen Kies auf den Kopf. Auf Lapis stoßen. Ja, ist ja wieder ganz geil. Also ich habe da heute... Das geht ja schon wieder gut los hier. Jetzt habe ich hier erstmal jede Menge Kies wieder. Na ja, gut, Kies brauchen wir ja auch für die Betonherstellung. Ey, wie viel Kies kommt denn da noch, ey? Oh, nö. Nö! Will ich nicht. Der muss ja irgendwann mal Ende sein, oder? Oh. Naja, so war das auf jeden Fall gewesen hier. Wieder mal richtig interessant. Ja, ansonsten die letzten Tage, Leute, wie immer, wie das immer so ist, Halloween-Zeit, ne? Da hatte man sich so viel vorgenommen über Halloween. Man wollte ja im Oktober schön den Schocktober zelebrieren. Das war ja auch ein Grund, warum ich im Voraus produziert hatte, weil ich gesagt habe, Mann, toll, da kannst du die ganzen Horrorfilme gucken, ne? So hier Freddy und Jason und Michael Myers und Leatherface und wie sie alle heißen da. Schön Gruselstimmung und alles schön schmücken und so. Waren wir beim Action gewesen, haben da so ein bisschen Deko gekauft, aber... Ja, wie es denn immer so ist, ne? Da war Stranksanierung gewesen, da war was krank gewesen, da war wir bürokratisch was oder arbeitstechnisch was zu klären und... Oh, und das ging dann wieder nicht, ja? Und das sind immer so ärgerlich, finde ich. Und das war letztes Jahr schon genauso gewesen. Da habe ich mich richtig geärgert.
Das war ganzen Kumpels und so. Ne? Schocktober gemacht und unser eins hier so, hast du ja gerade mal so, weiß ich nicht, so, ja, 10, 20 Filme geguckt, obwohl du eigentlich über 31 gucken wolltest. Ich bin ja schon zufrieden, wenn ich dann mal schaffe, so 31 zu schauen. Ne? Für den Oktober 31 Tage, jeden Tag ein Horrorfilm. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Also das war mal wieder total beschissen gewesen. Naja, kann man nichts dran ändern. Genauso wie wir nichts dran ändern können, dass jetzt auch gleich die erste Pickaxe hier irgendwie am Arsch ist. Dann nehmen wir mal ein bisschen Kohle mit. Das war kein Lapis, aber ist ja auch ganz nett. Wir verbrauchen ja auch ziemlich viel Kohle momentan, weil ich so viel Glas schmelze immer. Weil wir brauchen auch jede Menge Glas, ne? Ist ja klar. Diese Gebäude bestehen ja nur aus Glas oder hauptsächlich, ne? Die wir da aufbauen wollen. Deswegen nehme ich dann gleich mal mit. Ja, so war das wie gesagt gewesen. Also Halloween war mal wieder so, ja, ein bisschen so, nicht ganz so gut gelaufen. Kommt da einer? Nö. Ja, ja, hier übrigens auf dem Server Halloween-Bau-Event habe ich mich nicht dran beteiligt. Hatte ich aber auch nicht vorgehabt. Also, ich habe es nur dann halt gelesen, so, okay, da ist ein bisschen was los. Und ja, aber habe mich da, wie gesagt, nicht so wirklich drum gekümmert. Mir ging es auch gesundheitlich nicht so gut. Ja, ich habe ja schon wieder Fußverspannung gehabt und dann auch schon wieder so eine Kniezerrung, weil ich Idiot aus dem Keller mit meinem Fahrrad, ne, mit dem alten Drahtesel. Schön erstmal die Treppe nach oben und dann wieder falsch aufgetreten und zack, ist die eh schon behinderte Stelle am Fuß. Ja, noch mehr behindert gewesen, wenn dann kaputt ist. Ne? Ja, Schmerzen gehabt, das war wieder scheiße. Naja, was willst du machen? So, gut, wie sieht's denn jetzt hier aus endlich mal mit Lapis? Also, das habe ich den einen Abend hier auch versucht zu machen. Da habe ich mich hier wirklich auch überall wie so ein Maulwurf hier so lang gegraben. Das Schöne ist, dass auf der Ebene 15 nicht ganz so viel gegraben wird von anderen Mitspielern hier. Weil die, wie gesagt, nicht auf Lapis aus sind, sondern eher auf Dias. Aber ich habe nichts gefunden. Hier ist schon wieder Eisen. Also Eisen findet man, aber Lapis irgendwie nicht. Ah, so. Die nehmen wir natürlich mit, ne? Ist ja klar, warum sollte man das hier liegen lassen? Guck mal, wie wir neue Spitzhacken machen, ist auch nicht schlecht. Mensch, wir haben sogar noch Steine und wir haben Holz. Also wir könnten uns sogar einen Ofen craften. Und notfalls, wenn die kaputt sein soll, kaputt sein sollten, können wir uns hier, was ist denn hier los? Ach so. Ah. So. Wir müssen schon draufbleiben, ne, auf unserer Höhe. Also ich bin ja mal gespannt, also ich weiß nicht, also ich traue dem Braten auch irgendwie nicht, dass wir wirklich so viel Lapis noch zusammenbekommen. Wobei, ich sag niemals nie, ne, also vielleicht gelingt uns das ja, wenn man mal wirklich so 2 Stunden so unterwegs ist oder so, dass man da wirklich so, ja, weiß ich nicht, vielleicht erstmal so, naja, so 4 Stacks oder so, wäre schon mal nicht schlecht, 4 Stacks Lapis. Damit würden wir bestimmt schon eine ganze Weile kommen, weil wir machen ja auch hellblauen Farbstoff. Da kriegt man ja doppelt raus und ja, das wäre schon nicht übel. Was ist denn das hier? Aha. Da geht eine Treppe runter, seht ihr? Da hat sich auch irgendwie runtergegraben. Also ist hier sehr, sehr durchlöchert. Also da muss ich sagen, finde ich das Konzept von einem anderen bekannten Server ein bisschen besser, wo einmal im Monat die Abbauwelten oder Teile der Abbauwelten immer neu generiert werden. Was natürlich gerade für die Erzjäger natürlich sehr interessant ist. Was ist das denn hier? Hallo? Ist hier irgendwo öffentlich Lapis zu sehen? Ich schätze mal nicht. Und wenn, dann wäre es schon weg. Naja, komm, wir graben uns einfach weiter hier durch. Tut der Sache ja keinen Abbruch. Ja, das würde ich ein bisschen besser finden, weil, ich, wie gesagt, also soll ja 1 bis 2 Mal im Monat, oder alle 2 Monate, so war das, alle 2 Monate soll ja hier eine neue Abbauwelt kommen. Und, oder zumindest so wird die dann wohl erweitert oder so. Das finde ich ganz interessant. Ich habe diesen Zyklus bis jetzt noch nicht mitbekommen. Aber wie gesagt, da ich im Voraus aufnehme, möchte ich dazu natürlich jetzt auch noch ein bisschen nicht kritisch äußern, weil ich habe es ja selber noch nicht erlebt, ne? Ich weiß ja auch nicht, wie lange die jetzt hier schon, wie gesagt, ist. Und das sind ja auch nicht gerade wenige Spieler, die hier drauf spielen. Sodass es eigentlich ja logisch ist, dass das Ganze schon so ein bisschen, ja, so wie so von Maulwürfen irgendwie durchlöchert ist hier, ne? Wie ein Schweizer Käse. Und dann ist das natürlich klar. Ist natürlich nur ärgerlich, wenn man dann gar keine Ärzte mehr findet. Hier ist zum Beispiel was. Was ist das denn? Ja, ich will eigentlich was Blaues und nicht was Grünes. Aber naja, gut. Jetzt haben wir hier, ich glaube, ja, ein Emerald, ne? Ja. So, das ist ja prima. Hier, haben wir ein Emerald gefunden. Ja, müssen wir wahrscheinlich hier in irgendein Gebirge hier sein oder so. An der Oberwelt ist jetzt bestimmt irgendwo ein Gebirge. Und ja,
Naja, immerhin. Also ihr seht, wenn man hier sogar schon Emeralds findet, dann sollte das ja mit dem Lapis eigentlich auch klappen. Ich habe immer nur ein bisschen Schiss, dass ich mich vertue, dass ich mich verlesen habe, weil ich bin die ganze Zeit immer auf 15, aber ich glaube, auf 15 müsste die richtige Höhe sein für Lapis. Da, wo es am meisten vorkommt. Also, ich kann auch mal nachlesen, aber meines Erachtens war das immer so Diamanten oder zu 10 und... Was das denn? 10 und 11 und... ist die unerforscht oder war hier schon einer? Da sehe ich doch schon wieder Licht, da war doch schon wieder einer, oder? Naja, da war schon wieder einer gewesen hier. Na, warte mal, ich will jetzt... Übrigens, ich heb das immer auf, ich weiß auch nicht, das ist doch so ein Tick von mir irgendwie. So, dass ich dann immer sage so, nee, das heben wir erstmal auf, den ganzen Kram. So Granit und so, ne? Weil man weiß ja nie, ob man es mal irgendwann braucht. So, das nehmen wir jetzt erstmal weg hier ganz fleißig. Ah ja, da war doch schon wieder jemand gewesen. Jetzt sieht man nur eindeutig. So, dann machen wir hier erstmal ran hier. So, zack. Kleine Brücke hier baut. Schön. So, und weiter geht's. Ja, die zweite gibt jetzt auch gleich einen Geist auf. Oh, was haben wir denn da? Da haben wir erstmal fett Lava da. Da ist erstmal fett Lava hier, seht ihr? Voll der Lavasee. Wenn wir jetzt, obwohl ich habe einen Eimer bei, aber das Wasser halt drin. Gut, das könnte man woanders platzieren und könnte man ein bisschen sparen an Kohle. Aber naja, gut, ganz so geizig sind wir auch nicht. Aber ihr merkt schon, ich bin voll der taktische Spieler geworden. Oder eigentlich war ich es ja schon immer gewesen. Da, wo ich dann immer so irgendwie so eine Sparen tue. Da also, will er mal nicht so viel irgendwie ausgeben. Da spart er an Kohle, nimmt er lieber Lava, ne? Weil die. Ja, ja. So, aber da ist ja Kohle, siehst du? Also brauchen wir nicht sparen. Das Glück ist auf unserer Seite. Mensch, da springen ja so ja noch ein paar Fackeln raus. Huch, jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen auf WhatsApp. Man hat es wahrscheinlich gehört im Hintergrund. Und ich sehe gerade, dass wir nur noch 4 Minuten Zeit haben. Und dann ist schon wieder die nächste Folge angesagt, weil diese nämlich zu Ende geht. Ja, da geht immer ratzfatz hier. Finde ich aber ganz gut. Ja, Folge 20 muss ich sagen, als Fazit, wenn ich jetzt mal selbst ein Fazit geben sollte, ziemlich witzig, dass wir hier schon wieder gleich in einer Höhle drin sind. Hier irgendwie und uns hier durchgraben auf der Suche nach Lapis. Ich habe ja so, als ich aufgehört hatte mit Folge 19, habe ich ja überlegt so, na, was machst du denn so als nächstes? So, du hast jetzt ein bisschen was gezeigt, ne? Das war ja die Let's Show-Folge gewesen. Was machst du denn als nächstes, ne? Und habe ich so ein bisschen überlegt, so, da habe ich gedacht, so, naja, vielleicht können wir ja ein bisschen bauen, aber da sieht man mal wieder, wie es kommt. Habe mich dann entschieden, doch eher ein bisschen in eine Farmwelt zu gehen. So, was haben wir denn da? Da haben wir Eisen, also wir haben ja hier alles, ey. Kohle, Eisen, Emerald, aber kein Lapis, ne? Das ist immer so. Das, was man braucht, findet man nicht. Ja, da ist nochmal Eisen, nehme ich aber mit, wie gesagt, also, lasse ich nicht liegen, weil, finde ich wichtig, weil da können wir auf jeden Fall neue Spitzhacken machen, weil mit Eisen geht er doch ein bisschen schneller als mit Stein. Ja, dann würde ich sagen, wird es in der nächsten Folge hier auf jeden Fall weitergehen, genau in diesem Stollen, genau in diese Richtung, wir graben uns einfach immer in eine Richtung, mal sehen, was passiert. Ja, klar, natürlich, Leute, wir können natürlich auch taktisch vorgehen, ne? Wir können jetzt sagen, komm. Wir graben uns jetzt immer hier so rein, also gehen wir hier in die Ecke und dann können wir einfach mehr, ja, so ein Chunk einfach mal mehr, vielleicht ist es sogar wirklich clever, wenn wir das machen. Ich glaube, das machen wir. Wir haben hier wirklich einen guten Gang gebuddelt. Und wenn wir jetzt hier immer so ein bisschen reingehen, dass die Wahrscheinlichkeit einfach ein bisschen höher, glaube ich, dass wir auf Lapis oder auf das, was wir eigentlich haben wollen, Erze, stoßen werden. Ja, deswegen machen wir das einfach. Komm, ich gehe mal ein bisschen tiefer noch. Durchaus hier rein. Ja, ist vielleicht keine schlechte Idee. Aber so findet man auf jeden Fall was. Was da in der Wand verborgen ist. So, pass auf, dann gehe ich mal hier zurück. Na gut, da brauche ich jetzt ja nicht. Dann gehen wir mal hier rein. Zack. So. Und dann gucken wir einfach, was sich da verbirgt im Fels. So, dann mache ich erstmal einen Freudenschrei, wenn ich hier Lapis finde. Du. Meine Fresse, du. So, mach mal Licht an. Zack. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, das so zu machen. Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, glaube ich, dadurch. Kann mich natürlich auch täuschen, aber... die Idee ist da. Die Leute halten mich für bekloppt hier. Was macht der denn auf Ebene 15? Ja, der sucht sich Lapis. Das sind andere durch Zufall, aber er muss doch erstmal hier... schön Strip Mine hier nach Lapis Lazuli da. Das ist unglaublich, ey. So, zwei. Gehen wir mal hier rein. Gucken wir mal, was da so los ist. Gerade eine Fledermaus gehört im Hintergrund. Die zwitschert da rum.
Öffnet sich hier etwa oder offenbart sich hier eine Höhle? Schöne Cave? Nee, blöde Idee. Also gehen wir mal doch wieder in die andere Richtung. Gehen wir einfach mal hier wieder lang. Ups, da will ich Candy fliegen. So. Also, Freunde, dann sage ich an dieser Stelle erstmal schönen Dank fürs Zuschauen und bis morgen oder übermorgen in Folge Nummer 21. Bis dahin, tschüss.